Willkommen zu einer neuen Folge von Gadeo TV. Heute befinden wir uns auf dem Showgelände in Breukelen in den Niederlanden und bauen das Blockhaus Edelweiß auf und wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie man es macht. Bleiben Sie dran! Bei dem Blockhaus Edelweiß handelt es sich um ein besonders großes Blockhaus, das 6 Meter breit ist, 5,10 Meter tief und 3,70 Meter hoch ist und zudem eine Wandstärke von 70 mm hat und somit recht schwer ist. Daher sollten Sie es nicht alleine aufbauen, sondern Hilfe dabei haben. Bei solch einem großen Projekt ist es wichtig, vorher gut vorbereitet zu sein. Nehmen Sie sich die Montageanleitung zur Hand und gehen Sie diese gut vorher durch, um einen reibungslosen Start zu haben. Anhand der Materialliste können Sie alle Unterteile kontrollieren und vergleichen und direkt vorsortieren, damit das Arbeiten einfacher wird. In der Zwischenzeit wurde bereits alles sortiert und hingelegt, damit der Aufbau beginnen kann. Und natürlich fangen wir mit dem Fundament an, um einen guten Start zu haben. Bei dem Blockhaus sind die imprägnierten Fundamentbalken bereits mitgeliefert und anhand der Anleitung können Sie sehen, wie diese ausgerichtet und aufgebaut werden müssen. Achten Sie darauf, wo welcher Balken genau hinkommt und messen Sie zum Schluss die Diagonale, um sicher zu sein, dass auch alles im rechten Winkel ist. Wir haben uns dazu entschlossen, die Fundamentbalken festzumachen, damit diese nicht mehr verrutschen können. Denken Sie daran, dass zur Befestigung der Fundamentbalken keine Schrauben mitgeliefert sind und die extra geholt werden müssen. Nachdem die Fundamentbalken verlegt und festgeschraubt wurden, kann die erste Reihe der Profile gesetzt werden. Da es sich hierbei um ein großes Blockhaus handelt, kann es etwas schwieriger werden, da hier im mittleren Teil insgesamt 3 Türen verbaut werden und somit die Profile kürzer sind als die anderen. Legen Sie sich alles am besten so hin, dass es bereits an der richtigen Stelle ist und danach ist es eigentlich nur noch ein Aufeinanderstapeln der Profile. Auf den ersten Blick wirken die beiden kleinen Profile gleich, aber es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Bei einem ist ein Loch gebohrt, wodurch später eine Gewindestange durchkommt für mehr Stabilität. Also Augen auf beim Sortieren. Wir sind nun ziemlich weit gekommen mit dem Aufbau des Blockhauses Edelweiß und man sieht, dass bereits ein paar Räume nun geschaffen wurde. Das Schöne ist, dass man bei diesem Blockhaus eine Art Dachboden hat, den man noch als Schlafplatz umwandeln kann. Daher werden hier noch extra die Balken montiert, damit der Dachboden auch einen Bodenbelag bekommen kann. Somit erhält man ein schönes Tiny House, in dem man leben kann. Die Balken für den Dachboden wurden nun eingesetzt, damit man später dort auch einen Boden verlegen kann. Wie man aber sehen kann, ist die Ecke für den Boden noch zu instabil, weshalb diese extra Balken mitgeliefert werden und an der Wand befestigt werden, damit der Boden auch auf dem Balken aufliegen kann und somit stabil ist. Wir können nun den Boden für den Dachboden verlegen. Da allerdings die Profile der Zwischenwand im Weg sind, müssen die Dielen für den Boden auf beiden Seiten noch zugesägt werden, damit der Boden dann in einem durchverlegt werden kann und es so keine Probleme mehr gibt. Bei den Blockhäusern von Gadeo haben Sie die Möglichkeit, ein Starter-Set mitzubestellen. In dem Set sind Sturmanker, Ventilationsgitter als auch Dachpappnägel für die Dacheindeckung dabei.
Wir haben hier noch zusätzliche Nägel, um den Boden zu befestigen. Alternativ kann der Boden auch festgeschraubt werden. Wir sind nun beim Dach angekommen und es ist zwar momentan noch trocken, jedoch hat Daphne zur Sicherheit eine Regenjacke angezogen, damit sie trocken bleibt beim Montieren der Dachbretter. Die Bretter werden längs von links nach rechts montiert, damit wir später ein wasserdichtes Dach erhalten. Das erste Brett ist bereits montiert und man kommt nun einem kleinen Problem entgegen. Beim zweiten Brett stoßen wir auf die Gewindestange, die vorher beim Aufbau in die Profile eingesetzt wurde und es sitzt genau an der Nut- und der Federverbindung der Dachbretter. Daher müssen die Dachbretter, die auf dem Gewinde stoßen, ausgespart werden, damit sie dann problemlos ineinander geschoben werden können. Am Ende von den Dachbrettern wird an der Unterseite noch eine extra Latte angeschraubt, damit dann noch ein Brett angeschraubt werden kann, damit es zu einem sauberen Abschluss kommt und zum anderen das Dachrinset später dran montiert werden kann. Bei dem Blockhaus Edelweiß werden zwei Innentüren mitgeliefert. Man kann die Türen auf zwei verschiedene Arten montieren. Entweder macht man das während des Bauens, dass man nach ein paar Profilen den Rahmen der Tür einschiebt und dann alle weiteren Profile von oben durchschiebt, oder man schraubt den Rahmen auseinander und setzt ihn dann zum Schluss auf die Profile und verschraubt es wieder. Das ist nun die Basis des Blockhauses Edelweiß und man kann sich so ein kleines, schönes Häuschen bauen mit verschiedenen Räumen. Natürlich ist es soweit noch nicht fertig. Man kann auch einen extra Fußboden oder Dachschindel hinzubestellen, aber vor allem sollte man daran denken, die Außentüren als auch Fenster mitzubestellen, da die standardmäßig nicht in der Lieferung enthalten sind. Natürlich können Sie es auch ab Werk imprägnieren lassen, jedoch sollten Sie dann eine längere Lieferzeit einkalkulieren. Im folgenden Video können Sie sehen, wie es weitergehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.